Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Freunde, wie ihr sicherlich gemerkt habt, haben wir nach dem sehr aktiven und erfolgreichen Red Winter nun die Produktion wieder ein wenig heruntergefahren. Den Januar nutzen wir, um intensiv über Videos, Events und weitere coole Dinge für 2019 nachzudenken. Doch bevor es losgeht, noch etwas in eigener Sache. Ab heute sind wieder neue Poster bestellbar. Wir haben diesen Monat ganze zwei verschiedene Versionen für euch. Einmal die Edition Classic Evolution, welche auf 100 Stück limitiert ist. Zeigt eure Begeisterung für klassische BMWs mit diesem Schmuckstück. Das zweite Poster ist ein mintgrüner E21 323i, erkennbar durch die Doppelscheinwerfer und die Sportlippe an der Frontstoßstange. Mit diesem Poster könnt ihr eure Dreier-Poster-Sammlung weiter vervollständigen. Das Poster ist bis zum 20. Februar limitiert. Also schnell sein, denn wenn weg, dann weg. Es handelt sich auch wie zuvor um Vorbestellungen. Die Poster werden dann ab dem 20. Februar in den Versand gehen. Und nun weiter zum Video. Doch sind wir nicht vom Erdboden verschluckt worden. Nein, im Gegenteil. Wer auch im Januar sehen will, was wir in unserer Freizeit machen, kann bei unseren Livestreams auf Twitch mit dabei sein. Einfach nach Bavmo Media suchen und uns folgen. Dort streamen wir Spiele wie zum Beispiel Forza Horizon 4, Overwatch und vieles, vieles mehr. Mit am Start sind auch andere Auto-YouTuber wie zum Beispiel Kartech YouTube oder Time to Dry. Damit ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt, haben wir hier eine Kollektion über die Highlights der letzten Tage. Viel Spaß! Ja, ja, ja. Oh, yeah, baby. Oh, geil, das geht. Es gibt kein Gegenstück zum E36. Der E36 ist mit seiner puren Assihaftigkeit einfach ein Sahne-Einzelstück. Also, ein Dreieck aus dem Auspuff herausgestellt. Er hat Nippe gesagt. Freundin ist Ehrenfrau, sie lässt mich zocken. Kommt der Time to Drive jetzt? Und gerade Linkskurven sind scheiße, weil der nach rechts zieht. Der fällt ganz gerade. Nee, ich habe schon ein paar Wände mitgenommen. Musst du ein bisschen Spuren nachstellen, weißt du? Ja, mach ich jetzt eben, aber ich fahr kurz rechts ran. Ich bin nur so nett, wie die Leute zu mir nett sind. Er ist nur so nett, wie die Leute du nett. Schreib Pascal so eine Niere gleich ein Sub. Ja, aber für eine Niere kriegst du aber auch nur einen Monat, ne, mehr nicht. Dann musst du halt in einem Monat dir die nachwachsen lassen, schnell. Warum hast du kein PayPal? PayPal Beste, wo gibt's? Ich kann, glaube ich, gar nicht mehr ohne PayPal leben, Alter. Ist so, geht gar nicht. Geht gar nicht, du kannst nirgends mehr was bestellen. Ja, das ist am wichtigsten. Die Reifen dürfen keine Chance haben, sich zu erholen. Meine sind doch schon platt. Ich fahre E36, ja, ich hatte noch nie Profil. Ja. Oh, hupsala. Der Stream ist schon an. War nicht mit Absicht. Boah, ja, Mann. Läuft bei dir, Twitch Prime. Warte, Ehrenmann. Jetzt mit Abo. Warte, Ehren E36. Hast du gehört? Ja. Bist du halt am siebten Tag einfach bis 3 Uhr nachts am Streamen so, obwohl du am nächsten Tag um 5 Uhr weggehst. Ach, die Tanknadel soll auch runtergehen, ne, wenn man Schaden anhat, ne? Hat einer gesagt. Tanknadel? Was für eine Tanknadel? Ja, eben, wenn du Tacho anmachst. Also Innenansicht, meine ich. Ach so, ja, das kann sein. Also eigentlich müsstest du mit dem E36 M3, vor allem der so getuned ist, dann noch nicht mal ein Rennen schaffen. Ja, wollte ich gerade sagen. Immer bei Hälfte des Rennens schon Dingens, Tank leer. Einfach mal so du startest den Motor, Tank leer. Ja, normal, du hast ja auch nur für einen 10er getankt vorm Rennen. Mein spontanes Stream war gestern. Das stimmt, bei mir ist es jetzt, wo ich eigentlich habe ich gedacht, ich stream heute gar nicht, weil ich bin eigentlich mega kaputt, ich habe nur eine Stunde geschlafen. Ich weiß nicht, ob man das in der Cam sieht oder ob dir das wegfiltert, diese 3 Meter Augenringe. Warte, ich guck mal. Ich check das mal. Ja, doch, du siehst schon ein bisschen komisch aus. Hallo? Waffenmuster, was los? Die Kratzer zahlst du aber. Ich hoffe, du bist Vollkasko versichert. Ich hab den zu Army Preisen versichert bei der Dingens. Du wolltest schon wieder Preisen sein. Ja. Ja. Jetzt zieht die Karre wie so ein echter E36 die ganze Zeit nach rechts, ey.
Oh. Oh, Ordnungsfimmel abgeschlossen. Was soll das denn heißen? Meine Karre ist voll Schrott. Alter, mein Spoiler. Ey, der war teuer, Mann. Das war original Nachbau von eBay. Original Job, Alter. Was los? Nein, ich stehe zweiter Platz, alles gut. Weiß. Mehr wirst du auch nie erreichen. Weißt du, wie mein 5-Euro-Sub heißt? Wie denn? Döner und Ayran auf dein Nacken-Abo. Der Müdigkeitswarner im E36 Comfort Edition Dingens meckert die ganze Zeit. Jetzt fehlt dir nur noch ein Kartisch-Icon-Logo. Wo? Bei dem Kev. Marmo reicht. Migo ist nicht ein BMW-Enthusiast, sondern ein Opel-Enthusiast. Bitte was? Frisorger raus. Raus. Da ist die Tür. Auch Opel baut Autos. Ganz ehrlich, warum machen wir das eigentlich? Wir haben eine G-Klasse. Warum fahren wir nicht geradeaus? Ach so. Aber Vorsicht, ja, okay. Schaden ist an. Oh. Und ich sehe nur, der grüne Punkt steht schon. Hey, der Baum. Das war der Baum, weißt du doch. Hey. Aber schneller hier. Alter. Genau deswegen wollte ich das nicht. Jetzt hast du mir die ganze Karre kaputt gemacht. Ach, ich wie langsam an, die gut. fährt. Ja, dann fahr ich jetzt, ist alles gut. Ey, immer dieser Kartek-YouTube, weißt du? Ey, nur am Scheißen. Und am Ende sagt er immer, Bavmo macht die Autos kaputt. Bavmo fährt die Leute immer an. Ey, die fucking Karre fährt kaum 100. Ey, ganz ehrlich, nicht mal Exporthändler nimmt den mehr, nachdem du, was du gemacht hast. Was? Ja, weil der ist Chirot. Der ist mehr als Chirot. Der ist nicht mal mehr für die libysche Wüste geeignet. Sitzheizung, ja, ich schwöre, die Poster haben sogar Sitzheizung, die haben elektrische Scheinwerfer, was? Warte mal, komm. Wir warten ja sowieso hier, dann kann ich auch Werbung machen, dann mache ich jetzt Dingens Teleshopping-Kanal. Warte, ich mach dafür jetzt extra. So, bestellen. Ich hab sogar so ein großes Link. Quatschen Overlay. Hier, boom. Und schon seht ihr mein Gesicht so groß. Boah, ich hab voll den Pickel hier. So, das ist das Poster, was ihr alle so begehrt. Hört ihr dieses Papier, wie dick das ist? Boah, das hört sich aber echt dick an. Wie so eine Metall. Hört sich an wie eine Metallplatte. So, wisst ihr Bescheid? Das ist Qualität, weißt du? Qualität. So. Wisst ihr Bescheid? So, hier. Genau, warte, jetzt mach mal richtig Teleshopping. Und wenn ihr jetzt anruft und gleich bestellt, erhaltet ihr noch einen weiteren E36 gratis dazu. Nein, sonst glauben die Leute das noch. Ja, musst du den E36 geben. Lass euch nicht verarschen von dem. Dieser R36, gute Ausstattung. Ah, Forza ist fertig. Scheiße, ich hab einen Checkpoint verpasst. Doch. Okay. Ja, siehst du? Da. Hallo. Kein Problem. Ich war so weit vorne, das macht kein Problem. Hast du extra gemacht, ne? Tschüss. Ich komm wieder vorbei. Ich weiß. Ich warte auf dich. Am Ziel. Hörst du den LKW? Hörst du den LKW hinter dir? LKW, ohne Scheiß LKW-Hupe. Du machst mir Angst. Jetzt bin ich ganz nervös und fahr jetzt hinter dir gegen. Das ist wie in so einem Horrorfilm jetzt. Ja, genau. Der Killer-Mini jagt dich. Terminator 2. Oder Michael Myers, ne? Ja, genau, Michael Myers ist hinter dir. Rudi, mach keine Stoßstangen kaputt. Die ist teuer! So. Bei Real, 57 Euro. Original habe ich gekauft. Jetzt bin ich wieder Erster. Original von eBay. Original Nachbau von eBay. Ja. Bei AliExpress bestellt. 14 Tage Versand. Also Original. Ist diese Original? Ja, Original eBay. Ja. Also Originalhersteller. Oder Original Joben, Alter. Originalhersteller, ja. Michaels Eier? Warum Michaels Eier? Was ist mit meinen Eiern? Original lackiert mit Obi-Dose. Ja, aus Baumarkt. Ja, das habe ich gemacht mit Hellwig-Dose. Musst du gucken, Geldvernichtungsmaschine, da siehst du, meine Lackierkünste mit Dose von Hellwig. Das ist das beste Video ever. Da siehst du, wie man einfach mal richtig Geld in Scheiße reinbuttert. Ja, das ist hast halt das wie YouTube-Influencer-Money. Nee, das habe ich auf Parkplatz gemacht. Einfach Parkplatz auf Parkplatz gemacht, irgendwo. Ach so.
Hast wahrscheinlich die Bordsteine schön lackiert noch dabei, ne? Pflastersteine. Nee, ich hatte Zeitung. Was rammst du mich da hinten? Ich repariere deinen Sturz. Ah, okay. Schiebt er mich auf. Das ist ADAC! Vor allem die Steine, die so wie Pappe hier rumfliegen. Das ist so normal. Wenigstens hat man Spaß bei diesem Rennen. Ich hab Spaß. Angespannt, die Finger tun schon richtig weh. Ach. Schweißausbrüche, Tränen, Blut aus der Nase. Ja, aber das macht Spaß. Die Wetten werden schon abgeschlossen. Krieg der großen drei Influencers. Ich raide Stars. Wie du raidest? Time 2 Drive. Raiden, so ich raide den jetzt. Time 2 Drive. Jungs, wir raiden jetzt alle den Stars. Was heißt denn das nochmal? Ja, dass ich dich raide. Du wirst es wirst sehen, was das heißt. Klar. So, jetzt Raiden, komm, jetzt gib ihm. Tut das weh oder was? Ja. Oh. Oh geil, zwei Personen haben angenommen. Brutal. Läuft. Das sind jetzt insgesamt 9. Bevor du geradet hast, hatte ich 7 Zuschauer, jetzt habe ich 5. Gut geradet. Alles klar, ich habe dir also 2 geklaut. Läuft. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall gut. Immer witzig. Es ist immer witzig. Normal. Aber das passt jetzt nicht mehr, weil da steht dieser Auto Halal und dann habe ich hier so Fake-Taxi unterm Schein, unterm Rücklicht. Das passt nicht so ganz, würde ich sagen. Wo ist sie hin? Da hab ich die Trace, warte, das... Ich bin einfach mit der Ulti hinter der Anna her und hab die gekillt. Guck mal, der weiß Bescheid. Auto fertig. Auto läuft. Und dann erstmal so, und dann erstmal mit kaltem Motor rausfahren mit durchdrehenden Reifen, weißt du? Voll realistisch. Schicker Simulator. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Alter Mann, ist kein D-Zug. Oh, wen wollen wir reparieren? Den Fiat Punto? Oder den, was ist das? Ein Panda, ne? Motoröl. Motoröl geht immer gut. Nice. Gut, das wäre dann schon mal erledigt. Öl ist schon mal am Boden gelaufen. Wo ist der Ölfänger? Hab ich keinen? Bin ich zu arm dafür? Ich hab echt keinen, ne? Ey, jetzt im Ernst? Ey, wo ist der verschissene Ölauffangbehälter? Oh, Felgenshop. Keine Lizenz von BBS bekommen. Boah, diese Mucke, ey. So, irgendwas mit Lil hier, ne? Also ab auf die Bühne. So, Junge, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier so? Erstmal hoch die Kiste. Irgendwas ist ja gut. Was ist denn hier ja gut, da? C, den Zustand. Jucken wir uns mal den Zustand an. Zerlegen, ne? Zerlegen wir das Ding mal. Na, jucken wir mal das da. Da kommen erstmal die Schrüppen raus, hier die Scheiße da. Weg damit, komm, hau weg, ey.
So, was ist das jetzt hier? Überprüfungsmodus. Was ist hier? Ist hier was kaputt da? Alles Zustand. Ah, hier. Zustand überprüfen. Radnabe ist in Ordnung. Das wird dem Chef ja nicht gefallen, wenn ich sage, das ist gut. Kann nur auf dem Diagnosepfad. Ja, das ist natürlich jetzt auch scheiße. Diagnose kack habe ich hier gar nicht. So ein Quatsch. Aber was ist denn hier mit der Reparaturauftrag? Was steht denn hier? Ja, der Spurstandkopf. Warum sagt der Kunde das denn nicht? Leck mich doch an die Füße da. Meine Güte, er muss ja hier die ganze Scheiße hier raus da. Ja, da haben wir den, ne, das ist der Stabi. Wo ist denn hier die Scheiße da? Bei dieser Kackkiste da. Stabi. Da, da ist er doch. Da, ich hab ihn. So, raus mit der Scheiße. Ist das überhaupt der Richtige gewesen? So, welcher denn überhaupt? Hätte ich mal vielleicht vorher überprüfen sollen. Der ist doch in Ordnung. Was ist das hier für ein Quatsch? Muss ich ganze Scheiße hier wieder reinschmeißen, da. Halt sich mal eben nur mit der Hand fest. Das Auto hat eh keine Leistung. Eigentlich über Kreuz, aber egal. So. So, Meister. Das macht dann 500 Euro bitte auf der Hand. Ach, Scheiße. Jetzt habe ich das Scheißding auch noch. Jetzt habe ich das Scheißding auch noch runtergemacht. Ey, leck mich doch am Tisch, da. Hoch damit. Mensch. So. Weg mit der Scheiße da. Zack, zack. Also eigentlich müsste ich fürs Ambiente jetzt noch so meinen BMW-Blaumann anziehen. Graumann, meine ich. War ja grau. So, dann jucke Mama, was ist denn hier kaputt? Da ist das gut, da ist das Jutstück. Juck mal, das Ding ist doch im Arsch. Das sehe ich doch von hier aus. Gucke mal. Über Kreuz ist was für Christen. Ja, das stimmt. So, dann muss ich jetzt mal einen neuen kaufen. Was ist das da? Beifahrerseite. Ah, dann jucken wir mal. Gucken wir uns mal hier an die Computer. Spur. Stangenkopf. Ach, rechts, links ist auch egal. Alles klar, super. So, man kauft die Teile natürlich immer erst, wenn es dann soweit ist, dass man die auch ausgebaut hat. So, Zusammenbaumodus, da. Nimm mal den Juten. Zack, 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 zack. Ja, ist handfest, ist gut. Handfest reicht. Zack, dann kommt die Felge drauf. Da, 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 da. So, mit dem Drehmoment den Rest brauchen wir nicht. Ist alles egal. Zack. Boah, 41 Euro habe ich für den Quatsch bekommen. Ey, nice. Jetzt habe ich schon 2000 da. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure halbe Bavmo-Crew.